Das würde ich tun, wenn ich eine kleine Menge Geld hätte, um 50% Profit im Jahr zu machen. Wie würde Warren Buffett heute in 2024 investieren, wenn er mit seinem heutigen Wissen aus über 80 Jahren Erfahrung und über 100 Milliarden Dollar Vermögen nochmal ganz von vorne anfangen würde? Außerdem erfährst du, welche Warnung Buffett jetzt konkret an der Börse für Anleger ausspricht. Viel Spaß dabei! Gegen Ende 2018 erwähnten sie, dass sie garantieren könnten, eine jährliche Rendite von 50% zu erzielen, wenn sie noch einmal mit weniger als 1 Million Dollar anfangen müssten. Die Frage ist, wenn sie morgen im Körper von, du meinst, wenn ich in deinem Körper aufwachen würde? Ja genau, und sie hätten etwas Geld zum Investieren und könnten das Vollzeit machen. Welche Methode würden sie heute nutzen, um eine 50% Rendite pro Jahr zu erzielen? Würde es bedeuten, 20.000 Seiten der Moody's Handbücher oder ähnliche Publikationen durchzublättern, um Schnäppchen zu finden? Oder würden sie nach großartigen Unternehmen zu einem fairen Preis suchen, wie es Charlie Munger tun würde? Oder wäre es eine Kombination aus beiden? Was würden Sie nutzen, um die höchstmögliche Rendite zu erzielen, angesichts dessen, dass Sie jetzt mit weniger Geld viel mehr Unternehmen hätten, in die Sie investieren könnten? Dieser Zuschauer der Berkshire Hathaway Hauptversammlung von 2024 spricht genau die Frage an, welche ganz vielen Investoren auf der Zunge liegt. Könnte Buffett heute noch diese astronomischen Renditen von 50% pro Jahr erzielen, wie er es in seiner Anfangszeit in seinen eigenen 20ern geschafft hat? Oder ist die Konkurrenz heute viel zu groß, um das zu schaffen? Denn heute sehen die Aktienmärkte mit der ganzen Informationsflut über das Internet, der künstlichen Intelligenz und den ganzen Trading-Bots ganz anders aus. Scheinbar professioneller. Wie würde Buffett also hier und heute handeln, um 50% Rendite zu erreichen? Wohlgemerkt, 50% Rendite pro Jahr bedeuten, aus 10.000 Euro werden in 10 Jahren 576.000 Euro und in 15 Jahren 4,37 Millionen Euro. Gute Frage, ich freue mich erstmal, dass du gekommen bist. Die Antwort wäre in meinem speziellen Fall, dass ich die 20.000 Seiten durchgehen würde. Da wir über das Eisenbahngeschäft schon gesprochen haben, das Moody's Handbuch für Transportunternehmen habe ich schon ein paar Mal durchgeblättert. Das waren 1500 oder 2000 Seiten, wahrscheinlich 1500, und ich habe alle möglichen interessanten Dinge gefunden. Das war, als ich 20 oder 21 war. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass hier jemand über die Green Bay and Western Railroad Company Bescheid weiß, aber es gab hunderte und hunderte von Eisenbahngesellschaften und ich las gerne über jede einzelne von ihnen. Die Green Bay and Western war bekannt unter dem Spitznamen "Schnapp dir dein Gepäck und geh zu Fuß". Sie hatten eine Anleihe, die eigentlich eine Stammaktie war, und sie hatten eine Stammaktie, die eigentlich eine Anleihe war, und das konnte zu ungewöhnlichen Preisen führen. Und davon konnte ich profitieren. Diese Dinge würden jedoch nicht funktionieren, wenn man viele Millionen Dollar hat. Aber wenn man eine ganze Menge solcher Informationen sammelt, was ich mir damals vorgenommen hatte, und das hat Charlie Munger tatsächlich beeindruckt, als ich ihn zum ersten Mal traf, weil ich alle Details über diese kleinen Unternehmen an der Westküste kannte, von denen er dachte, ich hätte nie davon gehört. Aber ich wusste über den Los Angeles Athletic Club Bescheid oder was auch immer es sein mochte, und er dachte, er wäre der Einzige, der darüber Bescheid wusste. Das wurde sofort zu einem Verbindungspunkt zwischen uns. Um Ihre Frage zu beantworten, ich weiß nicht, was man heute als Ersatz für die Moody's Handbücher liest, aber ich würde versuchen, alle Details über die kleinen Unternehmen rauszufinden. Und ich würde etwas finden. Ja, heute muss kein Anleger mehr 20.000 Seiten Handbücher über Unternehmen durchgehen, um alle börsengehandelten Aktien auf dem Schirm zu haben. Ich persönlich nutze wie 6 Millionen andere Investoren für die Aktiensuche Simply Wall Street. Hier kann ich mit wenigen Klicks aus nahezu allen, also über 120.000 börsengehandelten Unternehmen der Welt, die besten für mich raussuchen. Für mich persönlich das wichtigste Tool sind die Gewinn- und Cashflow-Prognosen, die Simply Wall Street für jedes Unternehmen berechnet. Und mit der Berechnung des fairen Werts, der ebenfalls angezeigt wird, habe ich in wenigen Sekunden einen ersten Anhaltspunkt zu jedem Unternehmen. Mit dem ersten Link in der Videobeschreibung kannst du Simply Wall Street 14 Tage kostenlos testen, natürlich nur solange das Angebot gültig ist. Wenn du mehr über die Aktiensoftware erfahren möchtest, der zweite Link in der Beschreibung gibt dir eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du bei der Aktiensuche bei Simply Wall Street vorgehst. Mit 1 Million Dollar könnte man 50% im Jahr verdienen, aber man muss das Thema lieben. Man darf nicht nur das Geld lieben. Man muss wirklich Freude daran haben, diese kleinen Unternehmen zu finden. Im Grunde so wie Menschen in anderen Bereichen.
Bereichen Dinge finden, weil sie es einfach lieben, danach zu suchen. Ein Biologe sucht nach etwas, weil er etwas finden will und es ist angeboren. Ich weiß nicht, wie das menschliche Gehirn so genau funktioniert und ich glaube nicht, dass jemand das wirklich versteht, aber es gibt verschiedene Menschen, die es einfach aufregend finden, ihr Wissen in einem bestimmten Bereich zu erweitern. Ich kenne großartige Bridge-Spieler, ich kenne großartige Schachspieler. Tatsächlich kam der Schachweltmeister Kasparov nach Omaha zu meiner Freundin Mrs. B. Ich hatte also das Glück, viele Menschen zu treffen, die in ihrem eigenen Bereich unglaublich schlau sind und in anderen Bereichen unglaublich dumme Dinge tun. Alles, was ich weiß, ist, dass das menschliche Gehirn kompliziert ist, aber es funktioniert am besten, wenn man herausfindet, wofür das eigene Gehirn wirklich geeignet ist, und dann haut man von diesem Punkt aus richtig rein. Das würde ich tun, wenn ich eine kleine Menge Geld hätte, um 50% Profit im Jahr zu machen. Aber ich wollte einfach nur das Spiel spielen. Man kann es nicht tun, wenn man nicht das richtige Interesse an dem Spiel findet, sei es Bridge oder Schach oder in diesem Fall das Finden von unterbewerteten Aktien. Also hier sind gleich drei Gold Nuggets von Buffett vergraben. Das erste, was er zwischen den Zeilen anspricht, ist die Tatsache, dass er wieder auf kleine Unternehmen abzielen würde. Er würde nach Unternehmen suchen, die sich unter dem Radar der Banken und professionellen Investoren befinden, weil hier am ehesten die Chancen für unterbewertete Unternehmen vergraben sind. Und dann ist das zweite, was er anspricht, dass es keine Abkürzung zum Erfolg gibt. Denn er würde wieder 20.000 Seiten Handbücher durchblättern, um die nötigen Informationen über wirklich alle Unternehmen zu bekommen. Und das geht nur, wenn man, um es in Buffetts Worten zu sagen, das Spiel liebt. Und das führt uns zu einer wirklichen Kernaussage, nämlich dass nicht alle Privatanleger dafür gemacht sind, 50% Rendite im Jahr mit Aktien zu erzielen, denn jeder Mensch hat andere Interessen und dementsprechend andere Fähigkeiten. Gleichzeitig können Menschen ihre individuellen Talente und Interessen nutzen, um in ihrem eigenen Bereich erfolgreich zu sein und ein erfülltes Leben zu führen. Nehmen wir zum Beispiel einen talentierten Musiker. Durch regelmäßige Live-Auftritte, das Unterrichten von Musikschülern und das Veröffentlichen seiner Werke auf Streaming-Plattformen kann er ein stabiles Einkommen erzielen. Zusätzlich könnten seine Kompositionen für Filme und Werbespots sowie die Zusammenarbeit mit anderen Künstlern weitere Einnahmequellen schaffen. Ein anderer Bereich wäre die handwerkliche Kunst, etwa ein geschickter Schreiner. Durch die Herstellung maßgefertigter Möbelstücke und die Übernahme von Innenausbauprojekten kann er seine Kreativität voll ausleben. Indem er außerdem Holzhandwerkskurse anbietet, teilt er nicht nur sein Wissen, sondern baut auch eine eigene Gemeinschaft auf. Das Verkaufen dieser Kurse, beispielsweise über das Internet, kann ihm sowohl finanzielle Stabilität als auch persönliche Erfüllung bringen. Diese Beispiele zeigen, dass der Schlüssel zum Erfolg und zur Erfüllung darin liegt, seine eigenen Stärken und Leidenschaften zu erkennen und mit Engagement zu verfolgen. Und jetzt kommen wir zur aktuellen Warnung von Warren Buffett, die er wie immer nicht direkt ausspricht, denn man muss zwischen den Zeilen lesen, um zu verstehen, wie Buffett den aktuellen Aktienmarkt bewertet. Zu diesem Thema wurde Buffett gefragt, warum er mittlerweile über 182 Milliarden Dollar an Cash-Reserven hält. Denn wenn es gute Gelegenheiten am Aktienmarkt gäbe, müsste er ja nicht so viel Cash halten. Sie sitzen auf 168 Milliarden Dollar an Cash und wie Sie heute gesagt haben, ist der Cashberg auf 182 Milliarden Dollar angewachsen. Die erste Frage lautet, worauf warten Sie also, Herr Buffett? Und zweitens, warum investieren Sie nichts davon? Nun, ich denke, das ist ziemlich einfach zu beantworten. Ich denke nicht, dass irgendjemand an diesem Tisch eine Ahnung hat, wie man es effektiv nutzen kann. Und deshalb nutzen wir es nicht. Und wir nutzen es jetzt nicht bei 5,4% Zinsen, aber wir würden es auch nicht nutzen, wenn es bei 1% wäre. Aber sagen Sie das bitte nicht der Zentralbank. Buffett geht es also nicht um die 5,4% Zinsen, die er aktuell für seine Cashbestände bekommt, denn er würde auch Cash bei 1% Zinsen halten. Und das heißt im Umkehrschluss, dass er aktuell keine guten Gelegenheiten zum Investieren sieht und der Markt dementsprechend massiv überbewertet sein muss. Diese Überbewertung des Aktienmarkts wird auch an Buffetts Lieblingsaktie Apple deutlich. Hier hat Buffett in letzter Zeit die Bestände zurückgefahren und 20 Milliarden Dollar Wert an Apple-Aktien verkauft. Wie würdest du aktuell am Aktienmarkt investieren? Schreib's gerne unten in die Kommentare. Hier auf der linken Seite findest du das Tutorial, wie du mit Simply Wall Street Schritt für Schritt die besten Aktien der Welt findest. Und hier auf der rechten Seite kannst du gerne den Kanal abonnieren. Ciao, ciao.